Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest, im Gruppierungsquest immer noch der Schulia Arcana. Blitz in der Flasche. Der gelehrte Enger hat mich auf einen Gipfel in Eratel bestellt, der Himmelskrone genannt wird. Das Treffen hat etwas mit dem Sonnenstein zu tun, den ich in Aod gefunden habe. Und mit dem Froststein aus der Scherbensturzhöhle. Yo. Und jetzt geht das los hier. Ah, hol alle deine Freunde. Oh, voll aufs Maul gekriegt. So. Klopsi ist tot. Und von den Dingern kriege ich echt gute Erfahrungspunkte, weil die halt ein bisschen stärker sind. Wäre wahrscheinlich echt schwierig, wenn man jetzt nicht schon etwas abgelevelter wäre. Kann ich mir vorstellen, die zu besiegen. Und wahrscheinlich ist es aber auch einfach, dass ich so eine Assassine bin, Bogenschützin, Waldläuferin, wie auch immer. Die hat wahrscheinlich einfach auch nicht den gewissen Wumms bei solchen Kreaturen. Weil wir könnten ja auch theoretisch eine sein, die mit Großschwert und so arbeitet. Und das tun wir ja gar nicht. Ja. So, hab keine Lust mehr. Geht immer viel schneller mit der Superpower. Splatter. So. Und ein bisschen Weichkrabbelpulver, ja, weil das hier so wichtig ist. Okay. Wie ihr meint. Ist okay. Wer kommt jetzt hier? Irgendjemand entdeckt mich doch jetzt, oder? Hier kann ich auch in die Ecke. Da ist noch was. Sehr schwer. Naja, dann verbrauchen wir halt mal unsere Dietriche. Benutzen wir sonst sowieso nicht im Moment so viel. Mach jetzt. Oh, jetzt mach schon. Menno. Und dann kriegt man nur so einen Blödsinn. Ha, vergiftet. Das geht dann noch schneller immer, muss ich mir merken. Muss man mehr mein Gift einsetzen. Obwohl ich so ein gutes Level da drin habe, benutze ich das immer gar nicht so oft, weil es halt gar nicht notwendig meistens ist. Aber das wisst ihr ja. Ihr seid ja hier immer mit dabei. Noch eine Truhe, die man öffnen kann. Hier am Ende der Welt, über den Wolken. So, irgendein Kyras noch mitgenommen. Die sind oft gut, aber haben zu viel Macht.
Ja, mir gehen meine Tränke langsam zu Neige, merke ich. Man glaubt es kaum, dass die Vorräte nochmal alle gehen könnten. Tun sie aber. Und da kommt natürlich dann die Idee mit dem Schleichen wieder. Oh, jetzt kommt er hier hochgestapft. Bleib mal da, weg. Er wollte gerade ausholen, ey. Gerade so. Abgewehrt. Und weh, da oben ist jetzt nichts, was mir hilft. Ach, guck mal, da hinten steht schon einer. Ach, so, ja. Einfach ist es hier gerade nicht. Bin aufgeregt. Mal gucken, was... Was heißt aufgeregt? Aber ihr wisst, was ich meine. Schadensverstärkung, die internen Stahlvorhang. Ich nehme das mal alles. So, kann ja nicht schaden. Und dann, ups, nein, bloß nicht laden. Speichern natürlich. Es geht schnell, wenn man dann so zack, zack macht. Wie das eine Mal. Ja, doch. Die Feien nennen ihn Gretnach Tintri. Der Berg Himmelskrone. Wunderschön, nicht wahr? Wie Sterne am Nachthimmel formieren sich die verschiedenen Elemente der Magie überall auf unserer Welt in unterschiedlichen Mustern. Dieser Ort ist die Konzentration eines solchen Musters. Hier kommen die Energien von Luft und Licht zusammen. Viard oder Sideas? Genau. Dieser Ort ist für Blitze, was Aod für Feuer ist, oder Sideas für Eis. Eure Macht ist in kurzer Zeit enorm gewachsen. Es ist wirklich erstaunlich. Ich bin stolz darauf, euch bis hierher geleitet zu haben. Was machen wir hier? Zunächst dachte ich, ich könnte sie kontrollieren, im Zaum halten. Aber das war ein Irrtum. Ihre Macht ist gewaltig. Und sie ist unermüdlich. Seit eurer Aufnahmeprüfung gräbt sie sich immer tiefer in meinen Geist. Sie ließ mich auf eure Ankunft warten. Oh, sie hat ihn übernommen. Ich kann sie nicht länger bekämpfen. Also muss ich versuchen, es hier zu beenden. Ah ja. Und jetzt lauft! Lauft! Lauft? Was wäre denn, wenn ich jetzt weglaufe? Ich laufe wirklich mal einfach weg. Guck einfach mal. Oh, krass. Ich dachte, ich laufe einfach mal wirklich weg und mach das mal. Engars Leiche finden. Krass. Okay, wir sollten wirklich weglaufen. Toll, jetzt habe ich die ganzen Tränke genommen, weil ich dachte, jetzt kommt ein Kampf. No. Doof. Gut. Wir sollen seine Leiche finden. Schöne Aufgabe. Na denn. Hier hätte auch ein Sinkstein sein können. Ist hier aber irgendwie nicht. Gehört anscheinend nicht zu diesen normalen Ebenen. Oder so. Wo ist er denn jetzt? Gehen wir jetzt wieder zurück in die Höhle? Ich habe da keine Lust reinzugehen. Ich war froh, dass wir da rausgekommen sind. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ach so, vom letzten Ende, letzten Parts meinte ich auch, der graue Kringel wäre vielleicht ein Buch oder so von Tills Büchern, aber das hat mich nur wieder zum Ausgang zurückgeführt gehabt. Das heißt, ich gehe jetzt schon zum vierten Mal hier lang, weil ich einmal raus bin, wieder rein und wieder raus und wieder rein. Nur weil ich dachte, ich hätte hier in der Höhle vielleicht was übersehen. Wobei es hier ja, weiß man ja eigentlich auch, kaum Regale oder so mit Büchern gibt, aber trotzdem dachte ich, ich dachte, das Spiel hilft mir, aber nein, es hat mich eher veräppelt. So. Ja, wir laufen ja gerne, ne? Sinnlos. Wahnsinn, es gibt hier sogar noch wieder Gegner. Oh.
Na, hast du was für mich? Nö. Kein Präsent dagelassen. Oder hinterlassen, wollte ich sagen. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Wort denkt und ein anderes aber auch sagen wollt dann, also euch umentscheidet, dass ihr doch was anderes sagen wollt, als was ihr ja gerade gedacht habt, und dann entstehen halt aus diesen zwei Wörtern irgendwie ein bescheuertes. Das habe ich voll oft irgendwie. So, wir sind ja jetzt hier wieder draußen. Ich würde ganz gerne mal eine Schnellreise machen. Geht das? Ach, das ist hier aber in der Nähe. Na gut, ich laufe ja schon. Ich laufe schon. Ist okay. Es war so klar, dass mir einer hinterherkommt. Ey, die können es nicht lassen. Ja, ja, ja. Ja, verfolgt mich ruhig. Mal gucken, wie weit ihr es schafft, wenn ich hier lang laufe. Mal gucken, wie weit ihr hinterherkommt. Gar nicht. Nämlich gar nicht. Und ich weiß, dass hier immer die Klopsis rumlaufen, ja. Die sind aber schwächer als die anderen. Die da oben, die waren echt nicht ohne. Da konnte man jetzt echt gut ableveln. So, jetzt sind wir gleich da. Wo denn bloß? Hier. Hier soll ich sein. Was ist denn hier? Hä? Hä? Warum ist es jetzt doch weiter weg? Warum muss ich so viel laufen? Und wo muss ich... Bin verwirrt. Bin echt verwirrt. Wo? Warum ist das jetzt wieder hier unten? Jetzt ist die Leiche da. Oh, jetzt mache ich eine Schnellreise. Hallo. Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt mal langlaufen, damit ich hier schnell wegkomme? Ach so, ja, das nehmen wir auch nochmal mit. Diese Armbänder von den Diebenhaltern, das ist ja dieser Nebenquest, man die sammeln kann. So, dann eben hier lang. Also ich glaube, diese Leiche kommt und geht jetzt immer, ne? Ich fühle mich aber trotzdem leicht veräppelt hier von dem Quest. Es könnte auch statt ein Gruppierungsquest ein Nebenquest sein. Mal abgesehen davon, dass... ich mich frage, wie lange ich dieses Spielchen noch machen soll. Oh, okay. Okay, ja. Sieht schon gewaltig aus. Hey. Dieser Magier war klug. Es war sehr anstrengend, seinen Geist zu brechen. Und noch im letzten Moment wollte er meinen Sieg zunichte machen. Zu eurem Pech ist es ihm nicht gelungen. Seht ihr langsam das Muster, mein Kind? Aus Flamme und Frost und Sturm beziehe ich meine Form. Wer bin ich? Die Eiskönigin, was wollt ihr? Wie solltet ihr die Musik verstehen, die mich bewegt? Erklärt der Wirbelsturm dem Schilf, weshalb er so wütet? Ich bin der Wirbelsturm. Und ihr seid nichts weiter als ein Schilfrohr. Stur, gerade und schon bald zerbrochen. Mhm. Lasst ihn gehen. Ich habe die Frucht von Irminsul, dem Baumkönig, gegessen und Blut auf den Feldern von Esir Dannin ausgesät. Ich habe Mark aus den Knochen von Erati gesaugt und den Klagen sterbender Sterne zugehört. Ich bin das Empyreon, die Dunkelherzige, die Herrin über Trauer und Staub. Ich werde mich eurem Willen nicht beugen. Dann nicht. Sterne.
Ja, Weichkrabbelpulver. Und dann noch diese Blätterblas-Dinger da draußen immer. Kennt ihr das? Sonnenstein, Sturmstein, alles mal. Nehmen wir alles mal mit hier. Das war's? Das war's. Blitz in der Flasche. Engers Leiche durchsuchen. Ja. Haben wir doch schon. Oder ist der jetzt noch da hinten? Oder wie? Nach Rati zurückkehren. Okay. Wollte gerade sagen. Ja, und diese Elche hier. Also da draußen sind jetzt bei mir diese Leute mit den Blätterblas-Dingern halt. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Diese doofen Geräte. Und ich hoffe immer, dass das nicht mit meiner Stimme mit aufgenommen wird. Diese und ich hasse es. Und die haben mich heute Morgen schon geweckt. Man liegt im Bett und wird geweckt von diesen Dingern. Na, verfolgen die mich? Wie lange verfolgen die mich? Bitte verfolgt mich nicht mehr. Das dauert bestimmt viel zu lange. Ja, das dauert viel zu lange. So, ich gehe nach Rat hier. Studenten der Magie, Meister der Zauber. Ach, wo laufe ich denn lang? Ich verlaufe mich hier gerade. Ich war an Gedanken. Ich möchte da lang. Okay. Genau. Die Wache sieht alles, was in Rat hier vor sich geht. Ja. Willkommen. Hallo. So, dann wollen wir das mal abgeben hier. Gucken, wie lange der Quest noch dauert. Da fand ich aber, muss ich sagen, ein paar Nebenquests schon spannender. Als das hier. Also die Scholia Arcana hat mich jetzt bis jetzt noch nicht so voll überzeugt. Da fand ich den Kriegsgeweihten-Quest besser. Und das war eigentlich der erste, wo man noch am Anfang ist. Da seid gut, ihr seid zurück. Obgleich ich zu gerne erfahren würde, was auf dem Gipfel der Himmelskrone geschehen ist, muss das warten, bis der Erzweise mit euch fertig ist. Er möchte euch in seinem Quartier sehen, gleich um die Ecke, am Ende des Ganges. Und warum sagt ihr mir das nicht gleich? So, wo soll ich hin? Hier. Nee. Hm. Wo denn? Also kann ich das von hier aus machen? Ja, ne? Nee, auch nicht. Ich grüße euch. Hallo. Hier. Ah. Öffne magische Barriere. Okay. Gemächer des Erzweisen. Bin ich denn jetzt? Nicht, dass hier auch noch irgendwas Düsteres am Werk ist. Ach, guck mal. Ja, sowas finde ich schon wieder cool. So voll die geheime Höhle, mit der man jetzt auch nicht gerechnet hat. Also wir sind jetzt nicht hier draußen irgendwo, aber oh. Der Leichnam auf dem Boden ist von aufwendigen Glyphen umgeben, die der Tote offenbar mit seinem eigenen Blut gezeichnet hat. Das komplexe Muster weist einen freien Bereich auf, der sich direkt über dem Kopf des Mannes befindet. Deine Hand in den freien Bereich legen. Hallo? Endlich! Ich hatte gehofft, ihr würdet früher kommen. Dieser Fluch ist stark. Dass ihr hier seid, ist ein Geschenk des Himmels. Die Kreatur, die im Geist unserer Gelehrten gewütet hat, Nuala, Kadok und Ethan, ist hier. Sie will nun auch mich. Welcher Fluch? Warum bittet ihr mich um Hilfe? Wo ist sie? Welcher Fluch? Die Besessenheit, die sie bei den Gelehrten eingesetzt hat, denen ihr begegnet seid. Ich habe versucht, sie abzuwehren. Obgleich ich vor euch stehe, hat die Magierin begonnen, andere Bereiche meines Geistes zu übernehmen. Ich konnte einen Teil meines Selbst bewahren und die Glyphe herstellen, die euch hergebracht hat. Wo ist sie? Sie ist diejenige, die den Geist unserer größten Magier heimgesucht hat. Aber das Ganze hat eine noch beunruhigendere Vorgeschichte.
Sobald ich befreit bin, haben wir genügend Zeit, um über ihre wahre Natur zu sprechen. Als wir uns in Tal Arane trafen, wusste ich, dass der gelehrte Engar recht hatte, was euch betraf. Vielleicht sogar zu sehr. Es ist mehr als Zufall, Adeptin, was euch zuvor mit dieser Magierin in Kontakt gebracht hat. Und es ist mehr als Glück, so denke ich, dass ihr jede Begegnung überlebt habt. Wie können wir sie aufhalten? Ich bin nicht ohne Grund der Erzweise. Ich war auf einen derartigen Angriff vorbereitet. Darum kann ich jetzt auch mit euch sprechen. Sie übernimmt die Kontrolle über meine unkontrollierten Gedanken. Ich kann dieses Heiligtum nicht verlassen, sonst verfalle ich ihr. Ihr müsst ihre Pläne durchkreuzen. Nehmt dies, die wahre Geschichte unseres Ordens. Es ist die einzige Hilfe, die ich euch jetzt geben kann. Was kann ich von ihr erwarten? Die Magierin hat einige Bereiche meines Geistes übernommen. Sie werden stark sein. Vergrößerte Aspekte meines Ichs. Seid auf der Hut. Ja, jemand, der so in unkontrollierte Gedanken eindringen kann und den Körper übernehmen kann, das ist schon nicht ohne. Besessene Gelehrte. Ich habe verfolgt, was den Gelehrten zugestoßen ist, die eure Aufnahmeprüfung durchgeführt haben. Die armen Seelen. Wenn diese dunkle Magierin mit ihnen fertig ist, dann hat sie alles gelernt, was möglich war. Sie muss ihrem Ziel sehr nahe sein. Jubal Kaledus? Als Erzweiser bin ich darauf vorbereitet, Angriffen auf meinen Geist zu widerstehen. Ihre bisherigen Versuche waren schwach. Nicht so unmittelbar wie dieser. Ihr Ziel ist im Augenblick nicht mein bewusstes Selbst. Stattdessen hat sie sich auf meine unterdrückten Schwächen verlegt, meine fehlgeleiteten Gedanken, und irgendwann wird sie sie benutzen können. Oh, das kriegen wir schon hin. Nach Rathier zurückkehren. Wenn ihr in mein Quartier in Rathier zurückkehren möchtet, ermögliche ich euch das. Aber bleibt nicht zu lange fort. Ich brauche eure Hilfe, um diesen Fluch zu überwinden. Wir machen es uns halt ganz gemütlich. Da, erstmal bei ihm zu Hause. Schickt mich zurück, ich bleibe fürs Erste. Gut. Wenn wir schnell sind, müssten wir den Fluch brechen können, bevor mein Geist vollständig ihr gehört. Okay, die Scholia Arcana. Unsere Geschichte umfasst mehr als nur Bücher und Schriftrollen. Aber wir müssen zunächst diese Sache erledigen. Danach werde ich alle eure Fragen beantworten. Geht klar. Gut. Mein Lieber, Jubal, wir kümmern uns darum. Wir wollen ja nicht, dass noch weitere Leute hier übernommen werden und dass die Eiskönigin die Weltherrschaft an sich reißt. Das werden wir zu verhindern wissen und das tun wir dann im nächsten Part, hoffentlich. Bis dann!